Bis jetzt haben wir nur kennengelernt, was Terme sind. In diesem Kapitel erfahren wir, wie können wir so eine Terme darstellen. Wir machen mal nochmal einen Zaun. Also, wir haben hier das erste Element, hier das zweite Element, hier das dritte Element. Das können wir jetzt als Term darstellen, und zwar mit Hilfe einer solchen Tabelle. Hier oben schreibt man wieder hin, was wir für ein Element haben. 1, 2 und 3. 2, 3. Das nennt man ja auch die Grundmenge, haben wir schon kennengelernt. Und unten schreibt man dann natürlich die Termwerte hin. 1, 2, 3, 4, 5 sind es beim ersten. Da müssen wir uns überlegen, es kommen 4 dazu, 9 und dann kommen nochmal 4 dazu, 13. Das hier nennt man dann die Termwerte. Der Term dazu lautet, ja, was ist der Term? Also einer ist immer da und dann kommen 4 dazu. 1 plus 4 mal 1, 1 plus 4 mal 2, 1 plus 4 mal 3. Also könnte man auch schreiben, 4 mal x plus 1. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Jetzt könnten wir quasi fürs vierte 4 mal 4 plus 1 rechnen. Der 1, das, was quasi fix da ist, ist immer hinten plus 1. Und das, was quasi immer dazu kommt, je nachdem, wie viele Elemente ich habe, das wird mit einem x versehen. Das hier nennt man eine numerische Wertetabelle. Nochmal zur Wiederholung. Hier oben steht die Grundmenge, die wir einsetzen sollen. Und hier stehen die Termwerte. Das ist eine Möglichkeit, Terme darzustellen. Eine zweite Möglichkeit ist eine sogenannte grafische Wertetabelle. Und die geht folgendermaßen. Ich nehme mir ein passendes Koordinatensystem. In dem Fall natürlich so, dass unten meine x-Werte darzustellen sind, also die Werte der Grundmenge, und oben meine Termwerte, 5, 9 und 13. Das muss ich natürlich so wählen, dass ich jetzt das nicht immer 13 cm hoch mache, sondern ich kann natürlich hier auch Längeneinheiten anders wählen. Zum Beispiel, dass ich jetzt nach oben sage, die 2 kommt noch schon nach einem Zentimeter, die 4 nach 2 und so weiter. Und dann mache ich quasi da, wo x gleich 1 steht, das Türmchen bis zur 5. Bei x gleich 2 das Türmchen bis zur 9. Und bei x gleich 3 das Türmchen oder das Strichelchen bis zur 13. Und so kann man Terme darstellen. Numerische Wertetabelle als Tabelle. Hier schreibt man x, hier t von x. Hier die Grundmenge, die Werte aus der Grundmenge und hier die Termwerte. Oder man zeichnet das Ganze durch eine grafische Wertetabelle.